Jo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zum dritten Spieltag der SPCL. Falls ihr euch fragt, wo der zweite ist, der ist bei Pain auf dem Kanal, denn wir wechseln uns immer ab. Pain, hi. Hi, ich habe richtig Bock. So, wir gehen ganz tolles durch das Team. Wir haben einmal dabei Electivire mit dem Life Orb, Vital Spirit, damit uns Gardevoir nicht unsere andere Fähigkeit kopiert, mit Thunderbolt, Focus Blast, Flamethrower, Protect, ist einer unserer D-Maxer. Wird, denke ich, ganz geil. Leipard ist der Supporter mit Fake Tears, mit Thunderwave, Foul Play und Fake Out. Auch ein sehr wichtiges Mon mit Sash. Mal gucken. Ja. Wird interessant. Lucario mit Air Balloon, so unser Soft-Check, in Anführungsstrichen, für Ravigator. Mit CC, Meteor Mash, Thunder Punch, Helping Hand. Treffen wir eigentlich alles ganz gut. Clefairy, auch hier wieder ein defensives Mon, was hier eigentlich ganz schön was machen kann mit Helping Hand, Dazzling Gleam, Protect, Follow Me. Man kennt's einfach. Diesmal haben wir übrigens Justified auf Lucario, falls er uns mit einem Dark Move angreift, aber was anderes. Dann Manitin wieder mit Choice Scarf, Ice Hill Crash, Rock Slide, Flabby, Super Power, soll einfach Damage drücken wie sonst was. Sieht gut aus in dem Matchup. Und dann jetzt das interessanteste Set wahrscheinlich, Sandy Scorch mit Fire Blast, Venushock, Bug Buzz. Und Weakness Policy. Ich bin sehr gespannt, wie das Set performen wird. Vielleicht auch gar nicht, wir sehen's. Ja, mal schauen. Aber ja, ich denke, das ist ganz okay. Ich bin sehr gespannt, wie gesagt, wie das wird. Ist auch alles valid. Und dann würde ich sagen, fordern wir Shutty heraus. Ist auch alles valid. Ne, wir cheaten uns jetzt zum Sieg. So, hallo. Und dann sehen wir uns dann gleich beim ersten Kampf wieder. Die bereiten sich wahrscheinlich gerade auch noch mental vor. Ja, Mizun damit was? Okay. Ist dann quasi der Hund nur anders? Ja, halt nur in Potten hässlich und Nee, das ist ja hübsch. Du bist hübsch, aber was? Danke. Okay. Die haben Krug mit dabei. Die haben kein Galazapdos mit dabei, was sehr. Guck dir einfach mal bitte Galatamanitin an. Das ist so unfair. Ja. Ja, wollen wir jetzt einfach erstmal mit Electivire plus Cleopatra lieben? Ja, ich würde das einfach mal machen, ja. Okay. Auch wenn es. Also, wenn du auf unser Team guckst, ne? Dann schreit der doch eigentlich nach Krug, oder? Aber ist ja okay, weil dann gehen wir einfach mit Lucario rein. Ja, komm, wir machen das einfach mal. Okay. Und er hat auch kein Helping Hand, was auch sehr nice ist. Lucario und dann nehmen wir einfach nochmal Damanetan rein oder Pipi? Ja. Damanetan. Würde ich jetzt einfach mal Damanetan mit reinnehmen, weil der einfach so gut aussieht. Okay, machen wir. Let's go. Ich schmeiß erstmal mein ganzes Mikro runter. Perfekt. Ja, einfach weg damit, brauchst du eh nicht. Echt so, Alter, wir brauchen schon gute Aufnahmen. Also hallo. Da können jetzt natürlich auch Plays kommen, die wir nicht hundertprozentig predicten. Wir müssen mal schauen, wenn wir die zwei sehen, ne, die zwei Gegner. Was sie machen können. Genau, das wird schon. Ich bin motiviert.
Wir stehen mittlerweile 0-4. Das wollen wir jetzt ein bisschen ändern. Oh Mann, ja. Aber okay, das wird schon. Keine Angst. Kein Bier vor 4, sagt man immer. Die überlegen auf jeden Fall auch schon lange, sehe ich. Ja, Junge, die müssen doch einfach nur Crew plus, keine Ahnung, wen leaden und gewinnen schon. Spaß. Theoretisch ja. Die haben halt, also ich meine, die nehmen ja diesen komischen Wasserstein-Dings nicht umsonst mit. Ja, die haben, ich denke, halt die haben mit den Talion. Mit den Talion und dem irgendeinen Plan, I guess. Ich hoffe nur, also die können halt mit dem Wassermove keinen Regen rausholen, ne? Nee, ich glaube, das macht er dann halt selber, ne? Wahrscheinlich. Okay, das ist so scheiße, Alter. Machen wir jetzt so, dass wir in Lucario gehen und hier Latios fake-outen? Das kann... Ah, das Problem ist Latios. Ich habe mir ja Latias mal angeguckt gehabt und Latios ist ja so ähnlich. Der kann ja so viel Müll, ne? Ja. Ich meine, das macht er halt, weil so 11 von 10 kommt jetzt halt ein Quake. Ne? Ja. Das ist ja ganz offensichtlich. Ich kann mir halt vorstellen, dass er vielleicht Tailwind aufsetzen will für Krug. Deshalb, ich würde Fake-outen und into dann halt Lucario gehen. Ja, wir machen das. Okay. Oh Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber das sieht, sag ich mal, noch okay machbar aus. Ja. Die können da eigentlich jetzt gerade wenig gegen machen. Ja. Gegen das, was wir jetzt machen wollen. Es könnte halt ein... Okay, ich bin gespannt. Fake-out. Die merken es nicht, okay. 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 Omega Lil. Wir Dynamaxen, drücken Max Knuckle und Foulplane Latios. Bringt Foulplane auf Latios was? Na, der ist dann halt wahrscheinlich tot, oder? Nee, glaube ich nicht. Ich guck mal. Latios. Gegen. Leipard. Ja, okay. Macht. Okay, nee, der ist Level 100. Macht 69 bis 82. Wie viel? 69 bis 82. Mich stört gerade ein bisschen, dass wir mit Lucario möglicherweise langsamer sind. Das sind wir auf jeden Fall. Wäre es ein Play, weil der will jetzt natürlich versuchen, den Ballon von Lucario runter zu bekommen, wäre es ein Play zu Dynamaxen und ein Schild rauszuholen. Und was soll uns das bringen? Dass wir eine Free-Runde auf Full-Play bekommen. Weil du musst bedenken, er versucht jetzt vielleicht den Ballon wegzubekommen und Horsepower zu usen oder so. Das heißt, vielleicht wird der Lucario doublen. Oder, er könnte auch einfach Psy-Kicken auf uns und dann halt mit High Horsepower. Deshalb, ja, ich sehe das. Wir machen Schutzschild und Foulplane Latios. Weil Latios, weil der muss weg, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass der mit seinem Crook vielleicht nicht so giga viel machen kann. Vielleicht hat der keinen Knockoff. So. Ja. Okay. Was hat Simple der da geused? Simple Beam? Prankster zu Simple. Ja, ah. Wollen wir jetzt einfach Max Lightningen und dann einfach wieder Foulplay? Würde ich schon sagen, oder? Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt mit Latios rausgeht und mit Krug reinkommt. Aber so oder so haben wir dann schon mal Chip.
Wir könnten auch Max Steel spiken, dann hätten wir ein plus 1. Und T-Wave, wir könnten, pass auf, ich hätte noch eine andere Idee. Wir Max Steel spiken das Latios und T-Waven Inteleon. Also wir sind jetzt wahrscheinlich nicht mehr schneller als Inteleon. Achso, stimmt ja. Aber wir haben ja immer noch den Sash. Ja. Und sollte er uns double fokussen mit Cleopatra, haben wir trotzdem bis 1 Boost und wir tanken immer was von Krug. Wäre der McSnuckle-Play auf Latios eine Idee? Warum denn? Falls er mit Krug reinkommt. Aber wir haben doch immer als Bestes. Ich weiß es nicht. Wir können auch McSnuckle, mir ist halt egal. Ich hätte halt eher gesagt, wir Max Steel spiken. Ja, aber dann machen wir kein Damage auf Crook, also Minus Damage. Und wir können auch Max Knuckeln, wir können auch Max Knuckeln, ist mir egal. Ich hätte halt gedacht, plus 1 Death ist eher. Wir können ja immer noch in der nächsten Runde dann Max Knuckeln. Aber plus 1 Death bringt uns ja nichts gegen Inteleon. Wenn er aber geT-Waved ist, dann ist er geT-Waved. Und? Er tötet uns ja trotzdem fast. Ja, nee, der tötet uns ja nicht. Er gibt uns auf jeden Fall über 50%. Und wenn er jetzt reinkommt, dann machen wir. Ja, dann Max-Knuckeln wir halt, ist mir egal. Dann Max-Knuckeln wir halt und T-Waven den dann. Okay. Dann machen wir das so. Sind wir jetzt schneller als Inteleon mit Lucario? Naja, klar. Maybe? Das sind wir. Das weiß ich. Crew kommt rein, das ist klar. Macht jetzt Guard mehr Sinn, ist die Frage? Ich würde schon sagen, weil dann kriegen wir nochmal ein Foulplay auf Crew oder so. Ich glaube, Krug machen Krug halt nicht so viel damit, glaube ich, ne? Aber Inteleon wahrscheinlich auch nicht so viel. Außerdem stallen wir jetzt nochmal eine Runde dann von Inteleon. Ja, das sowieso, aber also. Wir sind ja so oder so nicht schneller als Krug und Krug wird uns sehr wahrscheinlich rausnehmen. Deshalb also, ist es hier immer der Play zu Max Garden und mit Cleopatra zu denken. Ich denke auch zum X-Garden, ja. Und die Frage ist halt, was vollplayen wir? Ja, Krug, weil Inteleon kriegen wir immer noch mit Fake Tears plus Thunderbolt raus von Electivire. Okay. Ja, macht Sinn. Speed. Dann würde ich sagen, CC'en wir jetzt Krug. Sind wir mit Leipzig schneller als Inteleon gerade noch? Ja. Macht dann vielleicht Helping Hand mehr Sinn? Wir haben ja keine Helping Hand auf dem. Auf Lucario. Achso, ja. Weil wir kriegen ja nur noch mit Leipzig einen Angriff raus. Und dann werden die vielleicht. Dann werden die im besten Fall, vielleicht sterben die beide, ja. I guess. Und dann können wir mit den anderen beiden nachziehen. Das wäre vielleicht ein guter Play. Aber er könnte jetzt halt auch mit irgendwas protecten. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Foulplay auf Inteleon? Ja, also entweder auf Inteleon oder halt auf Krug, ne? Also sind die beiden Optionen. Ich glaube, Krug ist schlauer. Weil Inteleon entwickelt sich jetzt eh gleich wieder zurück. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass Krug schlau ist. Sehr schön. Ja. Ja, okay. Ja, wir müssen jetzt in Electivire. Ja, gut. Er kann maximal 158 haben. Boah, der ist so viel. Also wir sind halt immer schneller als Inteleon. Richtig, aber sein Krug ist auf jeden Fall schneller als unser Damanitin. Aber ich denke, er kann unser Damanitin nicht one-shotten.
Wäre es vielleicht ein Play, mit Electivire zu protecten und mit Darmanitan zu Icicle crashen auf Krokodile? Das ist wahrscheinlich der einzige Play gerade, ja. Und hoffen, dass der keinen Protect hat auf seinen Dingens. Ah. Tanken wir? Nein! Scheiße. Oh, ist das kacke. Ja gut, jetzt müssen wir theoretisch... Ja, wir müssen jetzt T-Bolden auf Inteleon und Icicle crashen nochmal auf Krug. Nee, wir müssen Krug wegmachen. Dann Fokus blasten wir halt. Bis weil der ist Flamethrower definitiv killt. Zu schnell gerade. Nee, Flamethrower killt glaube ich nicht. Ich glaube, wir müssen Fokus Blast hoffen zu treffen. Ein Icicle Crash auf... trotzdem auf Krug. Naja, der das ist halt dumm jetzt. Das ist halt echt dumm jetzt. Oh! Ah, gut. Ah, der kommt mit dem Dingens. Ach, warum sind wir so langsam? Hätten wir jetzt geteamt. Ja, gut, aber das hättest du mir ja so sagen können, dass das so ablaufen wird. Wie schnell ist er, ist die Frage. Ja, der wird 200. Ist der Fullspeed? Maybe. Ich glaube, der Play ist jetzt. Doppel auf den Dreadnought, I guess. Ein Icicle Crash, ja. Okay. Schade. Oh mein Gott. Ah, super schade. Ja, der Miss hat echt was versaut, finde ich. Also hätte er keinen Raindance rausbekommen, weißt du, wie ich meine? Ist richtig, ja. Definitiv. Ja. Sedge. Das war halt schon echt unlucky, aber scheiß drauf. Ja, wir haben das mittlerweile, also wir haben das jetzt, der Kampf war dann im Endeffekt auch so langsam. Irgendwie hätte ich mir da gewünscht, dass wir zwischenzeitlich einfach Pipi drin haben in dem Fight. Weil er so langsam was? Kam. Nein. Nein, nein! Oh, falsches Team. So, jetzt wäre gern Win nice. Ja. Okay. Mit was liegen wir diesmal? So, was wissen wir? Wir wissen, der Krug hat High Horsepower. Ja. Er macht einen Raindance theoretisch mit Inteleon. Kommt mit dem rein. Er wird vielleicht einen Celesteeler auspacken, weil wir von dem noch gar nichts kennen. Er macht keine Doppelbedrohertaktik. Ist aber auch okay. Wollen wir maybe vielleicht jetzt mal Pipi plus Electivire probieren? Ich könnte jetzt Krug Dynamaxen, ne? Ja, aber selbst dann kann er ja theoretisch keinen Doppelhit treffen. Ich weiß halt nicht, ob der wird. Ich denke mir halt, der hat High Horsepower mit, aber der hat wahrscheinlich auch Earthquake mit. Ich weiß es nicht. Weil der würde ja nicht, also der hat ja, ich denke, der hat schon einen, also du hast ja Earthquake mit, um die PB-Strat zu umgehen, was ja schlau ist. Wir könnten auch vielleicht sogar versuchen, Darmanitan plus PB zu machen. Das sehe ich nicht. Nee, okay. Da hat Darmanitan nicht genug Durchschlagskraft mit Scarf. Es würde einfach sterben. Und Lucario plus PB? Könnte funktionieren. Aber wenn aber die halt Intimidate. Jetzt wäre halt wieder Dings nicer. Ja, ich denke halt, Lucario als Lead ist halt schwierig, weißt du, weil wir halt die Balance haben. Wollen wir vielleicht erstmal versuchen, Pipi plus Electivire? Können wir probieren, ja. Pipi plus Electivire. Dann Lucario in the back, maybe?
glaubst du, also das Ding ist, wenn er halt nicht die Wassersachen mitnimmt, dann ist Tentascotch halt so broken, ne? Ja, aber der wird die halt nochmal mitnehmen, weil warum soll der die nicht mitnehmen? Wir müssen halt, glaube ich, einfach Cleopatra wieder mitnehmen, damit wir irgendwie T-Wave haben. Was ist denn, wenn er jetzt mit den beiden Wasserdingern leadet? Und dann macht er einen Raindance und mit Retnor schnuddert er rein. Ich kann mir vorstellen, dass er, also wenn er damit leadet, würde er wahrscheinlich Raindancen und D-Maxen mit Dings-Move. Dann müssen wir wahrscheinlich einfach mit Thunderbolt auf Inteleon gehen. Ja, wie machen wir das jetzt? Wir müssen dann schauen, wie wir es machen, je nachdem, wie wir deren Lead sehen. Also, wie machen wir jetzt? Also, wir liegen jetzt PP plus Electivire. Was nehmen wir denke, dann noch ja. Auch wenn ich halt nicht weiß, ob halt nicht die Katze nochmal gut ist, weil das war ja eigentlich nicht unser Problem, ne? I mean, wir könnten auch Katze plus Dings machen. Mein Katze plus Electivire war ja eigentlich okay. Hm. Die Frage ist halt nur, ob der irgendwas... Ja, irgendeine easy Threat hat, um das zu umgehen. So, das weiß ich halt nicht gerade. Ich glaube, wir versuchen es erstmal mit Pipi plus Electivire. Nehmen die Katze in the Bag vielleicht mit Lucario. Ja. Wäre eine Idee jetzt von mir. Ja, kann funktionieren. Er hat halt, wie gesagt, eigentlich nicht so viele Fake-Outs, ne? Das heißt, die Katze steht da eigentlich immer relativ safe. Ja. Mit Pipi können wir theoretisch halt immer reinkommen. Mit der Katze reinkommen ist halt schwieriger. Also meinst du lieber Katze und Electivire wieder zuerst, Pipi in the Bag mit irgendwas anderem? Ja, außer es gibt halt irgendwas, wo du dir auf jeden Fall denkst, hundertprozentig, ja, da müssen wir jetzt Pipi haben, weil sonst habe ich Angst davor. Aber ich sehe es halt irgendwie nicht, aber vielleicht... Ich glaube, jetzt wäre so eine Idee, dass wir vielleicht jetzt wieder... Also ich habe die Idee, Electivire, Cleopatra und dann unsere zweite Strat, die wir hatten mit Lucario plus Pipi, falls da wieder das Rapigato-Dings da auftaucht. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar, natürlich. Das stelle ich mir halt auch vor. Okay, dann machen wir das so. Er ist halt schon lustiger, ne? Also, er ist schon... Mann! Mann, bist du ein Lustiger, wirklich. Mann, ist ja lustig. Wie wär's, wenn wir das jetzt so machen? Wir fake-outen Krug? Dynamaximieren vielleicht mit Electivire in Tutti sie Thunderbolt, hier, Dynamax Thunderbolt in Celesteela? Ja. Warte mal, was hast du gerade gesagt? Fake-Out? Fake-Out, Rapigator und dann Thunderbolt, Dingsbums auf Celesteela. Wird ja nicht von Prankster irgendwie hops genommen, ne? Ist ja ein Angriff. Genau. Okay, ja, dann ist okay, dann können wir das theoretisch... Aber wenn der Weakness Policy ist, was machen wir dann? Dann wird er wahrscheinlich auf die Katze mit Max Airstream gehen, ne? Richtig. Und dann ist er schneller und könnte vielleicht unser Electivire halt wegjeeten. Wäre es schlauer, Celesteela erstmal mit einem nicht effektiven Move anzugreifen, ist die Frage. Oder... Wir werden ja immer einen Ground-Move leben. Vielleicht ist auch der Play einfach zu Fake-Tieren im Thunderbolt. Ich weiß es nicht. Werden wir in der Konstellation immer einen Ground-Move leben? Warte, ich guck mal schnell. Falscher Tab. Sorry, ein Notfall sieht. Electivire, Otherworld gegen
Wie heißt der? Elisila oder Krug? Krug, genau. Macht, wenn wir Düner sind, 63 bis 75. Wenn also er Dynamax sterben, sterben wir auch nicht. Wenn er Dynamax sterben, wir auch nicht. Faked hier so ein Thunderbolt auf Celesteela. Ja. Ich würd's actually mal probieren, ja. Doof wäre halt jetzt, wenn er G-Max protected und er High Horsepowered, ne? Ja. Wäre halt auch actually sogar ein Play. Wäre ein Play von ihm. Aber ich glaube, wir müssen das Risiko jetzt eingehen. Vor allem, er muss nicht mehr unbedingt uns High Horse powern. Wir haben ja Lucario potenziell. Ist richtig, also wir haben ja potenziell Lucario. Die Frage ist, würde es, also macht es mehr Sinn, auf den Krug zu gehen, weil er... Wie, weil es super wahrscheinlich ist, dass er mit Celesteela, aber eigentlich müsste er ja keine große Angst haben mit Celesteela, oder? Das ist halt die Frage. Ich glaube, ist es so obvious, dass wir Fake Tears Thunderbolt auf Celesteela machen? Ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung, Mann. Müssen wir halt entscheiden. So, wir müssen uns für einen Play entscheiden. Ich würde es maybe versuchen. Ich würde es maybe auch probieren, weil eigentlich ist doch Fakeout immer hier unser Play. Ja, theoretisch. Ja. Ich glaube, er muss damit ausgehen, dass wir Fakeouten. Komm, wir versuchen es einfach mal. Ja. Und Fake Tears. Oh. Okay. Oh? Yes! Yes! Die Dynamax ist weg! Die Dynamax ist weg! Okay. Alles easy. Wir T-Waven Inteleon. Und hauen Inteleon weg. Genau. Ja. Wir gehen jetzt reckless einfach next. Wir hauen jetzt einfach alles ein nach dem anderen weg. Und wenn uns Krug nebenbei kaputt haut, dann ist es halt so. er ist so schlau. Aber es macht trotzdem Giga-Damage. Ich glaube, wir kriegen ihn trotzdem tot. Ah, na gut, oder auch nicht. Stimmt, das war zu offensichtlich. Wir Maxguard Fullplay auf dem Teleon. Ich guck mal, ob das killt. Inteleon. Wallbreaker gegen Leipard. Nicht in der Dynamax. Der ist Level 50. Macht 20 bis 24. Tötet nicht. Dann ist unser Play Maxguard und Thunderwave, I guess. Ja. Ach, come on, Alter. Das ist halt jetzt scheiße. Ich glaube, das haben wir schon wieder verloren. Jetzt machen wir ruhigen. Er wird jetzt halt immer. Guck mal, pass auf, er wird doch jetzt einfach. Ich glaube, wir müssen jetzt Focus Blasten auf Krug und Thunderwaven auf Inteleon. Oder? Er wird doch wieder High House Power gehen. Ist das vielleicht ein Moment, wo wir. Nee, ich glaube, wir müssen das nur machen, tatsächlich. Wir dürfen jetzt nicht irgendwie wechseln oder so. Aber warum? Ja, guck mal, pass mal auf jetzt.
Er könnte jetzt auch einfach High Horsepower auf Cleopatra. Okay, dann können wir theoretisch mit Cleopatra raus. Er könnte jetzt, pass auf, nämlich, er könnte Protecten, High Horsepower auf Cleopatra. Wenn wir jetzt aber den Focus Blast rauskriegen, ist Krug tot. Ja gut, aber er wird, also er hat ja eben gerade auch High Horsepower auf Electivire, warum soll ja, er jetzt nicht nochmal? Ja, aber jetzt musst du dir mal vorstellen, wir kriegen die T-Wave nicht raus, er ist schneller und kann uns töten und so hätten wir aber Krug weg. Weißt du, wie ich meine? Ja, wir kriegen ja Krug nicht weg. Also natürlich, denke, Focus Blast killt ja. Ja, aber er wird High Horsepower into Protect gehen. Ja, auf vielleicht Cleopatra, damit wir die T-Wave nicht rausbekommen. Wir gehen jetzt so oder so auf T-Wave, auf Inteleon und drücken ja Focus Blast auf Ravigator. Richtig, und er wird einfach High Horsepower auf Electivire gehen und protecten, weil dann kriegen wir ja die T-Wave auch erstmal nicht raus. Ja, aber wenn das so ist, ist ja okay. Weißt du, wie ich meine? Naja, gut, also ob das okay ist, weiß ich jetzt nicht. Es ist auf jeden Fall besser, als wenn wir jetzt T-Bolten auf den Inteleon-Dings. Weil er wird. Müssen wir vielleicht sogar. Focus ich sehe ihn Blast. Tatsächlich nicht High Horsepower auf uns. Also auf Electivire. Ich sehe den High Horsepower auf Leipard. Ich sehe ihn High Horsepower auf Electivire und ich habe das Gefühl, wir müssen. Maybe mit der Katze jetzt schon in PP, weil wir gleich mit Lucario reinkommen werden. Und das Problem ist. Also, wir müssen in die Zukunft denken. Wir hatten ja schon das Problem in vielen Matches bevor, dass wir nicht so weit in die Zukunft gedacht haben. Wenn das jetzt so passiert, wie es am offensichtlichsten erstmal ist, kann ja sein, dass er jetzt Protect drückt und Higher Horsepower. Er verliert dadurch ja nichts. Er gewinnt ja nur durch diese Konstellation. Das heißt, er kann das relativ easy machen. Dann wird Electivire sterben. Wir denken dann ja wahrscheinlich, wir gehen mit Lucario rein. Das Problem ist, dann steht Lucario in der Konstellation ohne einen Protect, wenn er klein ist, mit Leipard gegen die beiden. Das ist ja loose. Ja, das ist ja loose. Ja jetzt aber so oder so. Na, okay. Ja, dann gehen wir Pipi. Und dann protecten wir jetzt, oder was? Obwohl wir sagen können. Ne, wir können ja nicht protecten, wir haben ihn gerade geprotected. Andere Möglichkeit, um das auch nochmal durchzugehen, wäre, wenn das jetzt so weit läuft, wie ich gerade gesagt habe, dann würde theoretisch Lucario mit Leipard da stehen. Dann hat er kein Protect mehr mit Inteleon, das heißt, wir könnten auf den wieder waven. Die Frage ist, wenn wir den waven, wäre dann Lucario schneller. Weil. Er kann uns ja nicht mit einem Bodenmove raushauen. Der ist schneller. Als wie ein Raven. Inteleon. Als Krug nicht. Nee, also wenn wir Inteleon Raven, ist er dann noch schneller als Lucario? Das war eine Frage, weil wir keinen Speed Invest ist er nicht. Okay, dann wäre es ja möglich zu sagen, weil wir haben ja den Erbeloon noch. Das bedeutet, er kann uns nicht mit einem Bodenmove dann raushauen. Also was ist jetzt sein Play? Ich meine, er hat den. Boah, der Rain ist halt noch 4 Turns da, ne? Wir müssen ja halt den irgendwie stallen eigentlich. Rausbekommen sollen, aber. Wir müssen ihn halt eigentlich irgendwie stallen, weil das Problem ist. Dass ja, wie wollen wir den denn stallen? Wir müssen jetzt eigentlich, dann, wenn du das so sagst, wie du denkst, was ich zwar nicht so denken will, dass es passieren wird, aber dann müssen wir jetzt protecten auf Electivire und in Clefairy gehen. Ja, wie viel können wir denn dadurch verlieren, wenn wir das machen? Ich sehe immer noch, dass er jetzt auf den Cleopatra-Dings jetzt drückt, weil der will die T-Wave loshaben. Und nicht Electivire. Electivire ist ja useless. Wir machen das so, wie du sagst. Nee, machen wir jetzt nicht. Weil am Ende bin ich dann das Arschloch und da hab ich keinen Bock drauf. Nein, du, aber du hast. Bruder, wenn du so confident bist, dann ist das doch gut. Ich habe ja nur meine Sicht erklärt. Aber du bist ja confident mit dem, was passiert. Deswegen sollten wir doch mit dem gehen, was du sagst, weil du confident damit bist. Ich habe lediglich gesagt, wie das ablaufen könnte in der Zukunft. Wenn wir das jetzt so machen wie du, müssen wir halt auch mal deine Zukunft durchspielen, theoretisch. Also spiel einfach mal durch, was passiert, wenn wir jetzt dein Play machen. Also pass auf. Oder so, wenn kommt er. Wir haben jetzt hier Electivire plus Cleopatra. So. Der wird jetzt protecten into High Horsepower.
Warum soll der Electivire töten, was ihn nichts, was uns nicht. Das ist nicht die Frage. Sag, was er macht und spiel das durch. Ja, okay. Er wird High Horsepowern auf unser Cleopatra. So. Ja. Der ist tot, weil die T-Wolf ist dann weg, die er für wahrscheinlich Kamalm, das im Hintergrund noch ist, braucht. Ja. So. Wenn wir jetzt in Pipi gehen und dann Fokus blasten auf Rabigator, wäre der tot. Wir hätten noch Cleopatra für die T-Wave. Mhm. Und Rabigator wäre vielleicht tot. Ist das nicht so, ist auch fein. Aber wir wissen auf jeden Fall beide, Inteleon wird es protecten, weil das sein bester Play ist. Also ich würde jetzt sagen, wir Fokus blasten Krug und gehen in Pipi. Wie viel kriegt ein Pipi durch so einen Stampfer? Was glaubst du? Kriegt der unter 50%? Gar nicht viel. Ist ja full Fürstaff, ne? Dann können wir es actually machen. Clefairy kriegt... Ich bin wieder im falschen Tab, es tut mir leid. kriegt... Passiert. Sorry, dass ich auch gerade so energisch war. Ich bin einfach so... Ich steigere mich gerne in Kämpfe rein. Wir kriegen von High Horsepower, wenn der Jolly Full Attack ist, 31 bis 37. Hm. Richtig kacke wäre halt, wenn er Double Attackt, aber eigentlich darf er das nicht machen. Deswegen... Wir müssen es jetzt einfach versuchen, so. Ja, okay. Also ist halt meine Idee, so, weil... Dann gib ihm mal. Schauen wir mal, was daraus wird. Na gut. Warum? Hä? Warum greift man denn da an? Na, jetzt ist Lost. Geh mit den beiden rein. Also mit Lucario und Leipzig. Wir waven jetzt Inteleon und... Oder Fake outen Inteleon und machen Inteleon tot, I guess? Aber warum? Wie warum? Na, Krug ist doch immer hier nerviger. Krug ist schneller, also Inteleon ist schneller als Krug. Ja. Das bedeutet, er möchte mit Inteleon halt versuchen unseren, Aber den können wir immer noch T-waven und Krug nicht. Wenn wir gleich noch zu irgendeinem T-Wave kommen, in irgendeiner Generation, dann müssen wir versuchen, das auf dieses komische Dreadnought zu bekommen. Also, ja, und deshalb ist es ja am besten, wenn wir Krug jetzt töten. Ah, wir kriegen ja Krug jetzt nicht getötet. Natürlich, CC killt doch immer. Und wir T-Waven das Inteleon. Fake-outen das. Fake-out Inteleon. Das ist ja jetzt immer der Play. CC tötet. Na gut, dann machen wir das. Der soll es nicht töten, oder was? Ich bin davon ausgegangen, dass es nicht tötet, aber wenn es tötet, dann machen wir das einfach, ja. Was? Ich hab mich verklickt, doch Mann. Ja, ich hab mich verklickt, Mann. Ich hasse das mit der Maus. Die klickt manchmal doppelt. Okay, wir hätten dann... Schon wieder, gut. Ich hasse es. Sie kann wissen. Ja, das neues Update. Ja, drück keine Horsepower auf unseren Ding, jetzt weil er nichts machen kann, ist richtig. Okay, ja. Tötet tatsächlich. Jetzt wäre jetzt halt noch ein letzter Turn da. Das hätte man theoretisch mit einem Protect outplayen können, irgendwie so ein bisschen. Vielleicht sollten wir wirklich mehr normale Protects mit dem statt Helping Hand. Oh ja, ich denke, der würde es uns einfach... Ja, hätten wir jetzt halt noch,
Pass auf, hätten wir jetzt halt noch Cleopatra gehabt. Ich glaube, wir hätten das so oder so verloren. Ja, also meine, komm. Also ist okay. Also, ja, wir können jetzt erstmal das durchspielen. Also wir hätten jetzt noch Cleopatra. Ja. So, wir hätten Krug weggewichst. Wir wären noch voll auf Full KP, wären aber auf minus 1, minus 1. Wir wären wahrscheinlich immer auf Liquidation gestorben, wir hätten so oder so verloren. Ja, wir müssen jetzt einfach auf CC gehen. Bringt nichts. Und schon wieder Doppelklick, ach komm. Katze bleibt da. Na, ich sag dazu nichts. Das ist einfach dumme Scheiße. Ja, war auch ein bisschen unlucky, das Game. Ja, also die Misses waren scheiße. Aber dann halt ja, das Doppelklicks, halt also. Überleg gerade, wir hatten ja jetzt hier Thunderwave. Wie hast du? 90%. Ja, wir hatten halt ein paar Moves, die war ein bisschen unlucky heute. Ja, ich glaube, wir hätten das sogar maybe sogar gewinnen können. Finde ich. Klar, das auf jeden Fall. Sowieso. Aber dass es halt jetzt so kommt, ist halt, naja, passiert. Ja, kann doch sein, dass ich jetzt schon Cut gesetzt habe, weil ich euch dieses Getriggerte nicht gebe. Falls nicht, dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.